Vielleicht ist das ja heute das Ende einer langen Reise. Endlich soll das Rätsel um den Inhalt dieses Koffers geknackt werden. Europa auf dem Stier. Dringend gesucht wird der Hersteller dieser Inszenierung in Porzellan. Es war mir nicht möglich, obwohl es ein Monogramm gibt. Und vielleicht ist es auch ein Schriftzug. Ich konnte es nicht aufschlüsseln. Also in 20 Jahren ist es mir mit Verfolgung übers Internet und Fachleute und es ist mir nicht gelungen. Wie kommt es, dass Ihr Mann so hartnäckig ist? Das ist ein Naturell. Bei ungeklärten Dingen kann ich enorm hartnäckig sein. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Hallo, grüß Gott. Hey, eine ganze Gesellschaft mit Tieren. Was können Sie uns denn erzählen und was würden Sie gerne wissen? Also primär für mich wäre den Erzeuger, die Manufaktur ermitteln zu können. Und woher haben Sie das denn? Also ich habe das vor über 20 Jahren gekauft von einer älteren Dame. Das hat mir jemand vermittelt. Die wollte 2000 Mark haben für das Teil und das habe ich bezahlt, weil ich mir das als Porzellangruppe von der Qualität her und vom Aufwand war mir das wirklich wert. Auf alle Fälle vom Aufwand her, ich glaube, die aufwendigste Darstellung der Europa, also der Europa auf dem Stier, ich kenne die von Meißen und von Ludwigsburg. Sie sagen jetzt D-Mark, das heißt, es ist schon eine Weile her, sind schon über 20 Jahre. Gut, wir haben also eine wirklich figurenreiche Komposition auf einem abgerundeten Rechtecksockel, wo wir auch viele kleine Blätter und Blümchen haben, die da noch aufgelegt sind. Und da drüben, Sie haben das Thema ja auch schon genannt, Europa auf dem Stier, da kommen wir sicher noch drauf zurück. Also eine Damenfigur, eine Dame, die sich gerade auf einen weißen Stier gesetzt hat, umgeben von 5 weiteren Frauen, die hier ganz viel machen, die ihr Blumen darbieten, weiter oben, die ihr Bänder ins Haar flechten und so weiter, die sich also unbedingt um diese Dame kümmern. Die sind alle so in Gewändern, ja, Gott, ja, heute sieht man auf der Straße allerhand, aber so ganz zeitgemäß sind sie nicht. Das ist so eine Art Nachthemd mit einem höheren Gürtel und dann hat sie noch einen Mantel und wenn wir weiter runtergehen, trägt sie so Bindesandalen. Wir sind also da schon irgendwo auch in der Antike angelangt. Die Signatur, die hier drauf zu sehen ist, das wollen wir uns gleich anschauen, hier eine Ritzmarke. Naja, ich lese H-Reck oder Rock oder Ruck, aber da es ja sich fast offensichtlich um was Thüringisches handelt, weil es eben so figurenreich charakteristisch für Thüringen ist, gebe ich in der Frage doch lieber weiter an Frau Wendel. Ja, und es ist auch so. Es ist Thüringen und zwar Volkstedt. Der Hermann Rock, dieser Modelleur, der ist in Volkstedt bekannt und hat für 2 Manufakturen vor allem gearbeitet. Ah. Für Triebner, Enns und Eckert und für die Manufaktur Enns. Von der Zeit her bewegen wir uns um 1900. Ich möchte sie noch mal vorsichtig umdrehen. Mal schauen, ob wir unterseitig noch was sehen. Hier sehen wir eine Modellnummer. Die ist auch wieder typisch für beide Manufakturen in dieser Art, wie sie so im leicht kursiven eingeritzt ist. Und auch diese Sockelgestaltung ist einfach ganz typisch für Volkstedt. Aber welche der beiden Manufakturen kann man wirklich schlecht sagen? Wenn jetzt irgendwo noch eine kleine Mühlenstempel, also das sieht wirklich aus wie eine Windmühle, eingeprägt wäre, manchmal ist das ganz unauffällig im Randbereich, dann hätten wir es entschlüsselt, dann wäre es Enns. Da können Sie ja noch mal ganz vorsichtig gucken. Und ich sehe auch hier, auch typisch für Volkstedt, sie hat mal einen Brandriss gehabt. Oft ist das schon in der Manufaktur dann repariert worden. Aber es ist ja auch schwierig, ein so großes Stück durch den Brand zu bringen. Bei diesen Figuren gibt es häufig Vorlagen. Die haben oft von Illustrationen, kommen von Kupferstichen nach Gemälden gearbeitet. Vielleicht wissen Sie was Näheres dazu?
Also Europa auf dem Stier, Sie haben ja die Geschichte sicher präsent, also die schöne Europa, die Königin-Tochter in der antiken Mythologie spielt am Strand und der immer lüsternde, immer auf schöne junge Frauen versessene Zeus, der Göttervater, der kann sich ja nicht einfach so nähern, die Mädchen würden ja schreiend weggehen. Also verwandelt er sich in einen weißen, besonders schönen Stier und schleicht sich in eine Stierherde und wird dann durch einen anderen Gott, durch Hermes, in die Nähe geführt. Und dieser Stier hier ist ja wirklich so eine Art ein Kuscheltierchen, ne? Und legt sich dahin und so erweckt er natürlich die Neugier, aber auch das Vertrauen von diesen Mädchen. Und die eine ist eben besonders keck, die Europa, die Königstochter, und die setzt sich auf ihn. Und in der Legende ist es jetzt so, dass sie eigentlich diesen schönen Stier schmückt mit Blumen und Bändern. Und hier ist die ganze Szene umgedreht und die Königin-Tochter wird geschmückt. Und das ist ein Motiv, wenn Sie andere Manufakturen nehmen, Meißen, Berlin und so weiter, sind diese Europadarstellungen immer viel kleiner und der Stier auch geschmückt. Aber hier gibt es mir einen Hinweis. Es gibt ein ganz, ganz berühmtes Ölgemälde, riesengroß, die Entführung der Europa von Hendrik van Balen. Das ist in Wien im Kunsthistorischen Museum. Und dort haben sie eben diese ganzen Assistenzfiguren, die Blumen darbieten und so weiter und sich vor allem auf Europa konzentrieren. Und das ist natürlich ein Gemälde, das auch in Kupferstichen und so durchaus bekannt ist, um 1900 sowieso. Und das zeichnet auch die Manufaktur aus, dass sie nicht eins zu eins abklatscht, aber die Motive aufnimmt und da diese Riesengruppe macht daraus. Eine ganz fabelhafte Geschichte. Ich habe das Gefühl, nicht nur das Gefühl, sondern ich fühle es, das kann man schwer sehen, dass die Figur doch einige Restaurierungen hat an den Armen, an den Extremitäten. Das ist nicht weiter erstaunlich, dass die restauriert sind. Sie sind eben sehr, sehr gut restauriert. Man sieht es fast gar nicht. Man fühlt es vor allem durch die Wärme und die Haftung und so weiter. Aber das hat natürlich sicher einen Einfluss auf die Bewertung. Ja, es ist ja leider Gottes so, dass Thüringen nicht so hoch bewertet wird wie Meißen oder wie KPM oder so. Deshalb, obwohl die so riesig ist, normalerweise müsste man denken, eindeutig über 1.000 Euro. Auf dem Markt ist es häufig so, dass die eben trotzdem kurz unter 1.000 Euro stoppen mit der Restaurierung noch dazu. Also im jetzigen Zustand würde ich so um die 800, 900 denken. Aber ja, von der ganzen Optik hat die so einen tollen Auftritt. Es wird vom Markt nicht so honoriert, wie es eigentlich verdient wäre. Ja. Ja. Ja, vielen herzlichen Dank, dass Sie vorbeigekommen sind. Dankeschön. Danke. Sehr.